Hallo zusammen! Heute habe ich wieder ein schnelles Rezept für euch, wofür ihr noch nicht mal ein Handrührgerät braucht. Also das wird alles von Hand angerührt. Hier sind die Zutaten. Bei mir kamen 2 Teelöffel Zimt rein. Wer Zimt nicht so gerne mag, der lässt es einfach weg. Zuallererst fangen wir an, die Äpfel zu schälen und zu entkernen. Und dann habe ich die in kleine Stücke geschnitten. Für den Teig gebt ihr als erstes die Milch, die geschmolzene Butter, die sollte auch abgekühlt sein, und die Eier in eine Schüssel und rührt das einmal kurz unter. Dann kommt Zucker und das Vanillezucker dazu und auch das wird kurz untergerührt. Und zum Schluss mische ich noch Mehl mit Backpulver und dem Zimt und das wird dann auch ebenfalls kurz untergerührt. Zum Schluss kommen jetzt noch die Äpfel dazu, werden ebenfalls untergehoben und dann ist der Teig auch schon fertig. Der Teig kam jetzt bei mir in 24er Springform. Der Kuchen an sich war dann etwas flach. Wer den etwas höher haben möchte, der nimmt einfach eine 20er Springform oder verdoppelt die Menge. Dann habt ihr auf jeden Fall die Garantie, dass ihr einen schönen hohen Kuchen bekommt. Das habe ich mir einmal glatt gestrichen und dann kam das für 25 bis 30 Minuten im Ofen. Da solltet ihr auch die Stäbchenprobe auf jeden Fall machen. Und als die Backzeit fertig war, habe ich den auf dem Abkühlgitter gegeben, habe den auch sofort mit einem glatten Messer aus der Form gelöst und dann etwas abkühlen lassen. Bei mir kam jetzt noch was Puderzucker oben drauf. Ihr solltet nur darauf achten, wenn ihr den auf eine andere Platte haben wollt, auf einer Kuchenplatte, den vorher zu wenden. Nicht so wie ich jetzt hier mache. Ist mir dann nämlich aufgefallen. Ups. Naja, war nicht weiter schlimm. Ja, und ich würde euch auch empfehlen, den warm zu genießen, denn Apfelkuchen geht warm immer am besten. Und dadurch, dass wir so viele Äpfel drin haben, war der auch richtig schön saftig. Und wie ihr sehen konntet, der war super schnell hergestellt. Also das war wirklich eine Sache von 5 Minuten. Probiert es auf jeden Fall mal aus, wenn es schnell gehen muss. Und wenn ihr auch so auf Apfelkuchen steht, dann kann ich euch dieses Rezept nur ans Herz legen. Ich hoffe, euch hat mein heutiges Video gefallen. Das war's schon wieder. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.